Mein typischer Tagesablauf sieht in etwa so aus. Nach dem Aufwachen erstmal die sozialen Netzwerke abchecken. Was gibt's so Neues bei Instagram, Twitter und Facebook? Dann im Bad irgendeine Spotify-Playlist anschmeißen, um in Stimmung zu kommen. Noch schnell einen Podcast runterladen, bevor ich mich auf den Weg zur Arbeit mache. Im Büro dann Mails checken, schreiben, recherchieren, Videos hochladen, Leuten zum Geburtstag gratulieren. In der Mittagspause ein neues Restaurant ausprobieren. Also kurz bei Google Maps gucken, wie man da eigentlich hinkommt. Das Essen sieht gut aus. Ist auf jeden Fall was für meine Instagram-Story. Oh wow, meine Mama hat mal wieder ein super unlustiges Bild in der Familien-WhatsApp-Gruppe gepostet. Wo bekommt die sowas eigentlich immer her? Auf dem Klo wird dann ein bisschen getindert. Ach witzig, die ist also auch hier. Als Abendprogramm dann noch ein bisschen Netflix oder Amazon Prime schauen und dann geht's wieder ins Bett. Aber davor natürlich nochmal kurz Instagram, Facebook und Twitter checken. Puh, was ein anstrengender Tag. Wie die meisten hänge ich ziemlich viel im Internet ab. Ich habe auf meinem Smartphone mal getrackt, wie lange ich das so täglich nutze und alleine da sind es im Durchschnitt schon 3,5 Stunden. Dazu kommt dann natürlich noch die Zeit am Computer. Aber irgendwie kommt man ja auch gar nicht mehr ums Internet herum. Ich meine, es ist überall und alles läuft online. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Menschen vor 20 Jahren noch komplett ohne Internet ausgekommen sind? Genau das will ich auch. Mit dem kleinen Unterschied, dass alle anderen um mich herum natürlich weiterhin online sind. Also, wie ist das heutzutage so ohne Internet? Ich mache das Selbstexperiment. Bevor ich mit meinem Selbstexperiment beginne, muss ich aber noch ein paar Vorbereitungen treffen. Die erste Problematik ist, dass ich das Internet im Prinzip die ganze Zeit auf der Arbeit brauche. Deswegen gehe ich zu meinem Chef und frage, ob und wie ich die Woche ohne Internet auf der Arbeit durchziehen kann. Müssten wir gucken, ob wir es vielleicht so hinkriegen, dass du möglichst viel drehst und schneidest. Da brauchst du ja das Internet nicht und dass wir dich aus der Redaktion heraus bei Rechercheaufgaben unterstützen. Vielleicht kannst du dir auch einfach dann 2-3 Tage freinehmen. Vielleicht hilft dir das selber auch, deine digitale Diät quasi durchzuhalten. Drück dir die Daumen. Ja, danke schön. Bis dann. Ciao. Ciao. Ein Glück, dass mein Chef da relativ locker ist. Als nächstes muss ich eine Abwesenheitsnotiz für meine Mails einrichten, damit sich niemand wundert, wenn ich nicht auf E-Mails reagiere. Okay, ich lese nochmal vor. Vielen Dank für deine Mail. Ich bin bis Dienstag, den 20.06. leider nicht per Mail erreichbar, werde dir danach aber unverzüglich antworten. Mal schauen, das kommt, glaube ich, drauf an, wer mir geschrieben hat. Noch einen allerletzten Tweet absetzen, damit sich alle anderen keine Sorgen machen und es kann losgehen. Ich schalte mein Smartphone aus, was ich normalerweise nie tue, und tausche es gegen das erste Handy, das ich jemals besessen habe. Ein uralt Nokia mit Antenne und Fischen auf der Hülle. Und natürlich dem allerbesten Handyspiel überhaupt, Snake. Zu guter Letzt bitte ich noch meinen Mitbewohner, unser WLAN-Passwort zu ändern, damit ich auch wirklich unter gar keinen Umständen ins Internet komme. Da musst du jetzt wohl gehen, damit ich es auch ändern kann. Leute, ich bin jetzt wirklich offline. Ich glaube, ich kann das selber noch gar nicht realisieren, was das genau bedeutet jetzt. Ich werde jetzt schlafen gehen und morgen ist dann Tag Nummer 1 von einer Woche ohne Internet. Verrückt. Die Spielregeln halte ich ganz simpel. Ich darf selber nicht aktiv ins Internet gehen und ich darf natürlich auch niemanden fragen, ob er mal kurz etwas für mich im Internet nachguckt. Eigentlich ja ganz logisch. Guten Morgen. Wurde gerade geweckt vom schönen Wecker. Den hat mir der Alex geliehen, weil ich selber gar keinen alten Wecker hatte und mich sonst immer von meinem Handy wecken lasse. Dann stehe ich erstmal auf. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit und gerade ein bisschen Bahn gefahren und mir ist aufgefallen, dass echt einfach jeder an seinem Smartphone hing. Wahrscheinlich ist mir das sonst nie aufgefallen, weil ich selber immer an meinem Smartphone hänge, wenn ich Bahn fahre. Aber das ist wirklich der Wahnsinn. Dadurch, dass ich jetzt gerade kein Smartphone habe, wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Ich stand halt einfach rum und habe gewartet. Boah, ich ärgere mich gerade richtig. Wir drehen gerade zu Getas und wir haben was richtig Geiles gemacht, was ich jetzt mega gerne Instagram würde. Aber geht nicht, weil kein Internet. Hier, schaut euch das mal an. Wir haben pervers geile Milchshakes produziert. Ich habe echt schon lange kein Buch mehr gelesen und glaube, das ist eine ganz coole Möglichkeit, sich offline unterhalten zu lassen. Deswegen ab in den Buchladen und mal gucken, was es denn so Schönes gibt. Ich bin wieder zu Hause und war erfolgreich. Einmal Wir sind unser Gehirn und Der Circle. Das sind beides Bücher, die mir mal empfohlen wurden. Ich habe richtig Glück. Mein Mitbewohner hat mich gerade angerufen und gesagt, dass er noch mit ein paar Leuten am Rhein abhängt und hat gefragt, ob ich dazukommen möchte. Und natürlich möchte ich das, weil ich dann nicht hier alleine zu Hause rumhängen muss und meine Zeit totschlagen. Also ab zum Rhein. So, los geht's direkt.
Tag Nummer 1 ist damit fast vorbei. Also wir haben schon nach 0 Uhr, dementsprechend ist der Tag Nummer 1 auf jeden Fall vorbei. Ich muss sagen, dass ich ab und zu schon irgendwie ja das Gefühl habe, ich müsste jetzt mein Handy aus der Tasche nehmen und halt einfach irgendwie, keine Ahnung, auf Twitter oder wo auch immer rumgucken, was es so Neues gibt. Weil ich habe heute halt jetzt überhaupt nichts von der Umwelt mitbekommen. Keine Ahnung, was heute passiert ist. Ich denke, da werde ich die nächsten Tage mal gucken müssen, dass ich irgendwie so an Nachrichten komme. Das Ding ist nämlich, dass ich auch gar keinen Fernsehen habe. Also normalerweise schaue ich halt echt nur irgendwelche Online-Dienste, sei es Netflix, Amazon Prime, YouTube oder so. Und ja, wie ich das jetzt löse, weiß ich auch noch nicht so richtig. Oh. Der Flo ruft an, witzig. Eine andere Sache, die ohne Internet gar nicht so einfach ist, ist es, sich mit jemandem zu verabreden. Man kann das nicht einfach schnell über WhatsApp machen. Kannst du mir vielleicht nochmal die Adresse schicken oder sagen? Flo und ich wollen zusammen Mittagessen gehen und ein neues Café ausprobieren. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich ganz genau dahin komme. Aber mal eben die Bahn-App nutzen, um herauszufinden, wie ich fahren muss, ist nicht. Also schön den guten alten U-Bahn-Plan benutzen. Ja. Guten Tag. Ja, ich glaube, das müsste einfach hier irgendwo sein. Ja. Du wirst gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, wir brauchen gar nicht nachgucken, weil ich habe ja die Adresse aufgeschrieben. Oha. Und wir sind jetzt hier bei 358. Du bist zu 425. Das heißt, das wird er jetzt gleich irgendwo sein. Ja. Aber so ganz einfach erweist sich die Suche dann doch nicht. Also wir wissen jetzt, dass auf der anderen Seite die 426 ist. Dementsprechend müsste hier die 425 sein. Aber soll ich es auf Google Maps nachgucken? Du kannst doch nicht direkt aufgeben. Im Zweifelsfall können wir auch einfach in irgendein Restaurant gehen. Aber das wäre ja auch aufgeben. Wollen wir nochmal in die andere Richtung gehen? Können wir machen. Da vorne. Siehste, klappt auch ohne Google Maps. Dauert nur ein bisschen länger. Und noch eine Sache ist mir beim Essen aufgefallen. Wir haben uns ganz gut unterhalten. Das Gute war halt, dass ich irgendwie nicht zwischendurch auf mein Handy gucken konnte und dadurch abgelenkt gewesen wäre. Also probiert mal aus, das Handy vielleicht einfach wegzulassen beim Essen. Ist eh eine gute Idee. Ist sowieso eine gute Idee, ja. Leute, mich hat gerade ein Klassenkamerad von mir angerufen, dem ich vor dem Experiment gesagt habe, dass er mir Bescheid sagen soll, wenn irgendwas Wichtiges passiert. Und das ist jetzt anscheinend auch so. Und zwar sind die Prüfungsergebnisse von unserer schriftlichen Prüfung online. Ich würde natürlich jetzt schon super gerne wissen, ob ich die Prüfung bestanden habe. Aber ich habe kein Internet. Ich habe hier so einen Zettel von der IHK. Da werde ich jetzt mal anrufen und fragen, ob die mir vielleicht die Prüfungsergebnisse irgendwie am Telefon sagen können. Hallo, Felix Michels hier. Das Problem ist, dass ich gerade kein Internet habe. Ja, klar, verstehe ich. Verdammt. Dankeschön. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Okay, das scheint irgendwie nicht zu gehen. Wegen datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die keine Ergebnisse am Telefon sagen. Boah, was ein Scheiß, ey. Man ist wirklich aufs fucking Internet angewiesen. Das Ding ist, selbst wenn ich wollte, könnte ich jetzt nicht im Internet nachschauen, weil ich ja hier einfach gar keinen Internetzugang mehr habe. Boah, ich glaube, das Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre eine Ausnahme von meiner zweiten Regel, dass ich niemanden fragen darf, ob er was für mich nachschaut und nochmal meinen Klassenkameraden anrufen, ob er für mich die Ergebnisse nachschaut. Kannst du eventuell die Ergebnisse für mich nachgucken? Also die Azubi-Identnummer ist 21... Ah, okay. Dann bin ich aber beruhigt. Ich habe bestanden, also alles gut, aber trotzdem gut, dass wir die Ausnahme gemacht haben. Ich weiß nicht, also ohne Internet gibt's einfach Sachen, die sind dann nicht möglich, ne? Also dann kannst du solche Ergebnisse einfach nicht nachschauen, weil alle darauf setzen, dass jeder heutzutage Internet hat. Normalerweise gucke ich ja jeden Abend Netflix irgendwie. Aber das ist aktuell nicht möglich und deswegen brauche ich eine Alternative. Jeden Tag irgendwie eine neue Blu-ray zu kaufen, ist jetzt glaube ich auch nicht so die schlauste und vor allem günstigste Lösung. Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich vielleicht einfach mal eine Videothek ausprobieren. Also ich weiß, dass hier in Köln eine ist und da wollte ich schon immer mal hingehen, um zu gucken, was es denn heutzutage noch so für Filme in der Videothek gibt. Und jetzt habe ich eigentlich so die perfekte Möglichkeit, das einfach mal zu machen, mir einfach nochmal einen Film auszuleihen. Ich habe meinen Film bekommen, ich habe mir eine Doku ausgeliehen. Das ist echt nochmal ein richtig anderes Gefühl, wenn man auf einmal in so einer Videothek ist. Das
So, ich habe den Film gerade zurückgebracht und jetzt muss ich mal kurz ein kleines Fazit zum Thema Videothek ziehen. Also ich muss schon sagen, dass ich das eigentlich ziemlich cool finde, das Prinzip. Also man geht zur Videothek, sucht sich einen Film aus, bewusst, nimmt diesen Film bewusst mit nach Hause und schaut sich ihn an und macht das nicht so wie bei Netflix, wo man dann einen Film nach dem anderen sich reinzieht, so nacheinander, scheißegal. Also man nimmt Filme bewusster als das wahr, was sie sind, nämlich Kunstwerke. Ist ja so, also da stecken ja viele Menschen viel Arbeit rein. Das gefällt mir. Andererseits muss man aber auch sagen, dass es ein bisschen teuer ist, wenn man sich auf Dauer alle Filme ausleiht, weil ein Film kostet jetzt hier in dem Fall 3,60 Euro. Bei drei Filmen hat man schon das Netflix-Abo irgendwie drin. Deswegen, ich weiß nicht, ich denke, dass sich Netflix und Co. leider doch durchsetzen werden. Ist halt auch praktischer, ne? Man kann einfach von zu Hause aus sich das aussuchen, was man möchte. Es gibt viel und ich weiß nicht, es hat halt beides seine Vor- und Nachteile, wie das überall so ist. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen auf die Bahn warten und deswegen habe ich mir überlegt, kann ich mir hier am Kiosk einfach mal eine Zeitung kaufen, weil ich in den letzten Tagen noch gar nicht mitbekommen habe, was denn so überhaupt passiert ist. Und hier gibt's welche. Ach krass, anscheinend ist gestern Helmut Kohl gestorben. Habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Ich glaube, an Informationen und Nachrichten zu kommen, ist wahrscheinlich der schwierigste Teil beim Leben ohne Internet. Also ich habe gerade weder Fernsehen, noch Radio, noch Internetzugang. Das heißt, mir bleibt nur ganz klassisch für Nachrichten die Tageszeitung. Und da ist ja wiederum das Problem, dass die Nachrichten ein bisschen veraltet sind, weil es ja quasi die Sachen sind, die am Vortag im Internet standen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel auch erst einen Tag später vom Tod von Helmut Kohl mitbekommen. Im Internet wäre das wahrscheinlich so gewesen, dass ich sofort eine Push-Mitteilung auf meinem Smartphone gehabt hätte und in den ganzen sozialen Netzwerken wahrscheinlich auch nicht um das Thema rumgekommen wäre. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist es doch eigentlich auch vollkommen egal, ob ich jetzt eine Nachricht sofort mitbekomme oder eben nicht, weil die meisten Nachrichten ja sowieso keinen Einfluss auf mein Leben haben. Also ich habe in den letzten drei Tagen, wo ich überhaupt nichts von meiner Umwelt mitbekommen habe, trotzdem nicht das Gefühl gehabt, jetzt irgendwas großartig zu verpassen. Und alles, was wirklich wichtig ist, bekommt man ja doch irgendwie mit. Also ich glaube, unter dem Aspekt gefällt mir das Leben ohne Internet bisher ein bisschen besser, weil man halt nicht die ganze Zeit von allen Seiten mit Informationen vollgeballert wird, sondern man kann sich überlegen, wann man irgendwie in die Tageszeitung schauen möchte und dann kann man Nachrichten lesen, sonst hat man halt so seine Ruhe. Andererseits muss man dann immer erstmal losgehen und sich eine Tageszeitung kaufen, die kostet dann auch nochmal irgendwie 3 Euro oder so und im Internet hat man zu jeglicher Zeit Zugriff auf alle möglichen Nachrichten Portale, wo man dann einfach kostenlos die Nachrichten lesen kann. Hat irgendwie beides so seine Vor- und Nachteile. Ist irgendwie immer so, oder? Gerade vermisse ich zum ersten Mal YouTube ein bisschen, weil sonntags ist eigentlich immer so der Tag, an dem ich ganz viele sinnlose YouTube-Videos gucke. Und es geht gerade nicht. Und das nervt mich ein bisschen. Aber ja, jetzt brauche ich eine Alternative. Und die ist, dass ich das schöne Wetter einfach nutze und etwas mit Freunden unternehme. Wir besuchen ein Straßenfest in Köln und ehe ich mich versehe, halte ich auf einmal eine Rede vor wildfremden Menschen. Danach geht's ab an den Rhein. Also bei dem Wetter braucht man auf jeden Fall kein Internet. Kann man auch einfach mal in den Rhein gehen. Es gibt auch so viele Kleinigkeiten, die einem auffallen, wenn man kein Internet mehr hat. Zum Beispiel sind es heute irgendwie 35 Grad und ich habe eine lange Hose und ein langärmeliges Hemd angezogen und schwitze mich einfach zu Tode. Also diese Kleinigkeiten, dass ich nicht mal eben auf eine Wetter-App gucken kann, sind schon echt ätzend, muss ich sagen. Genau, heute vor einer Woche habe ich mit dem Experiment angefangen und das heißt, das Experiment ist jetzt vorbei. Die Woche ist rum und ich darf wieder ins Internet. Das heißt, die SIM-Karte kommt jetzt wieder in mein eigentliches Handy und dann können wir mal schauen, wie viele Nachrichten sich so in der Woche angesammelt haben. Wobei das ja jetzt eigentlich nicht so viele sein dürften, weil ich allen vorher Bescheid gesagt habe, dass ich ja eine Woche nicht da bin. Aber egal, ich freue mich gerade schon ein bisschen, muss ich zugeben, jetzt endlich wieder ins Internet gehen zu dürfen. Oh Mann, das hier ist das Ergebnis. Über 500 WhatsApp-Nachrichten, 35 Facebook-Einträge, 20 Twitter-Dinger. Und bei den Mails habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt, wie viele Mails ich bekommen habe. Das ist schon verrückt, wie viele Nachrichten man so in der Woche bekommt, obwohl man allen Leuten gesagt hat, dass man offline ist. Also da werden bestimmt irgendwie ein paar Gruppen dabei sein, weil ich habe bestimmt keine 560 Leute, die mir irgendwas schreiben. Ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal den Abend Zeit nehmen, um die alle zu lesen und dann melde ich mich später mit einem Fazit zu der ganzen Sache.
So, Zeit fürs Fazit. Was habe ich in einer Woche ohne Internet gelernt? Es ist in unserer modernen Gesellschaft unmöglich, komplett ohne Internet zu leben, weil man einfach aufs Internet angewiesen ist. Sei es im Job oder weil es Prüfungsergebnisse zum Beispiel nur noch online gibt. Außerdem erleichtert das Internet unser Leben ja auch in vielerlei Hinsicht wirklich sinnvoll. Sei es bei der Informationsbeschaffung, der Unterhaltung oder der Kommunikation mit anderen. Wir müssen nur wirklich aufpassen, dass wir uns nicht im Internet verlieren und irgendwann nur noch in sozialen Netzwerken abhängen. Für mich hat sich die vergangene Woche nach anfänglichen Entzugserscheinungen wirklich wie Erholung angefühlt. Es war echt angenehm, mal nicht durchgehend online erreichbar zu sein. Und anstatt die Zeit zu Hause vom Rechner zu verschwenden, war ich so aktiv wie schon lange nicht mehr. Ich war super viel unterwegs, habe endlich mal wieder ein Buch gelesen und habe meine Umwelt irgendwie viel aufmerksamer wahrgenommen. Aber ich habe auch gemerkt, wie aufgeschmissen man ohne Internet sein kann und war echt froh, dass ich das Ganze nur eine Woche durchziehen musste. Wie viel Zeit verbringt ihr denn eigentlich im Internet und könntet ihr euch vorstellen, mal eine Zeit lang darauf zu verzichten? Ich finde das mega spannend, also schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch weitere Selbstexperimente von mir sehen wollt, dann klickt einfach mal hier auf die Playlist und jetzt vielleicht einfach mal das Internet abschalten, oder?